Hot Drinks wärmen bei winterlichen Temperaturen bekanntlich von innen, so die Devise. Aber wer das Tollwood kennt, der weiß, Tollwood ist mehr als nur ein gewöhnlicher Christkindlmarkt. Naja, in erster Linie sind wir natürlich ein Kulturfestival und ein Umweltfestival und wir haben hier den etwas anderen Markt der Ideen. Wir sind dann doch der alternative Weihnachtsmarkt mit internationalem Kunsthandwerk, zu einem Großteil in Fairtrade-Qualität und biozertifizierter Gastronomie. Und das findet man, glaube ich, nicht so häufig in München. Wir alle, so das Motto. Wir alle steht für Mut und ein demokratisches Weltbild. Im Weltsalon kann Demokratie zum Beispiel ganz spielerisch erlebt werden. Stichwort Weltsalon, der steht unter dem Motto Demokratie, Schauplatz der Demokratie, nach dem Motto wir alle. Und da gab es eine ganze Reihe von spannenden Podiumsdiskussionen zu welche Stadt wollen wir sein, die Macht der Daten, Demokratieverständnis. Man kann da auch ganz viel ausprobieren und anfassen. Wir haben da ein paar sehr spannende Installationen und da war es echt immer richtig voll. Wenn es dunkel wird und sich die vorweihnachtliche Stimmung im Lichtspiel widerspiegelt, dann ist Tollwood-Zeit. Das bedeutet Fairtrade, Biozertifiziertheit und lecker. Mit rund 400.000 Besucherinnen und Besuchern liegen die Zahlen des Winter-Tollwoods weiter im Aufwärtstrend. Ja, ich glaube, den Besuchern gefällt es. Wir haben hier sehr, gerade so in den sozialen Netzwerken kann man sehen, ganz viele Fotos hier von den Kunstwerken auf dem Gelände. Und da sieht man, es wird, glaube ich, ganz gut angenommen. Und da stören auch die ungewöhnlich kalten Temperaturen in dieser Vorweihnachtszeit nicht im geringsten. Ach, wenn es kalt ist, ist ja eigentlich schon ganz gut, weil dann trinkt man auch gerne einen Glühwein und man hat gleichzeitig bei uns die Möglichkeit, auch sich in den Zelten aufzuhalten, ein bisschen aufzuwärmen. Das kommt uns schon entgegen. Es darf halt nicht zu kalt sein, aber bis jetzt passt es eigentlich. Bis zum 23. Dezember kann auf dem Winter-Tollwood noch flaniert und ausprobiert werden. Aber auch danach ist noch nicht Schluss. Über die Feiertage haben auch wir geschlossen. Also der Markt endet wie jeder andere Weihnachtsmarkt am 23.12. um 22 Uhr. Und zwischen den Jahren zeigen wir im Grand Chapiteau den legendären Caveman. Das ist ja mittlerweile schon Tradition hier bei uns auf dem Festival. Und dann haben wir am 31.12. noch die große Silvesterparty und die Silvestergala. Fast 30 Jahre Tollwood in München. Längst eine Institution im Veranstaltungskalender. Und so wird im Sommer dann gebührend Geburtstag gefeiert. Oh ja, Tollwood wird 30 Jahre. Wir haben ein ganz besonderes Programm und ein paar Dinge stehen schon fest. Wir eröffnen das Festival am 27. Juni mit den Hollywood Vampires. Alice Cooper, Joe Perry und Johnny Depp, also drei Megastars, eröffnen das Festival. Da sind wir sehr stolz drüber. Und, das darf ich heute auch schon verkünden, ab morgen im Vorverkauf, Jack Johnson, er beendet das Festival am 22. Juli. Und weil das noch in einigermaßen weiter Ferne liegt, können wir alle noch bis Weihnachten das Tollwood und die Demokratie neu entdecken und erleben.